So, da sind wir bei Let's Play Dark Project. Ja, es ist immer noch der gleiche Tag. Und ich nehme auf. Ja. Heißt, wahrscheinlich hat mir Meister Hase den letzten Schalter richtig, also den Ort vom letzten Schalter richtig gesagt. Weil ich den muss so übersehen haben, den Schalter. Dann müssen wir aber mal trotzdem nachgucken. Verdammt, wo ist der nächste Raum hier? Hier war noch ein Raum. Da. Da war auch noch ein Hebel. Zweiter Hebel. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Verdammt, jetzt verliere ich schon wieder den Überblick hier oben. Ich glaub's nicht. Scheiße! Wir bleiben doch nur 5 Minuten. Ah! What the fuck? Ah! Ihr wollt mich verarschen. Ah, da ist noch ein Hebel gewesen. Nein, nicht hier. Wo war's dann? Ah! Na, 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 na. Überblick verloren, Überblick verloren. Na, 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 na. Ich hab den Überblick verloren. Speisesaal, Lager. Ach, ich muss noch einmal da nach oben, so wie es aussieht, oder? Ah. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, nach oben. Ah. Ich gehe jetzt hier unten. Wie lang? Hier hätten wir nämlich noch einen. Zack. Drüben auf der anderen Seite. Müsste auch irgendwo noch einer sein. Speichern. Weil hier muss ich jetzt den wieder suchen. Hier soll der irgendwo sein. Nein. Ah, da! Das ist so, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich vorhin vorbeigelaufen bin. Fehlt trotzdem noch einer. Verdammt, wo ist der letzte Raum? Wo ist der Raum? Da. So. Und hier hinten. So. Unten und hinten andere Seite. Zack. Zack. Ne? Bin ich jetzt? Ah nein, hier hinten lang muss ich. So. Zack. Zack. So. Und nebenan geht's auf und dann habe ich die beiden Talismane. Da muss ich noch reinkommen. Hä? What was that? Hä, wie kann ich die nehmen? Jetzt bin ich überfragt. Wie soll ich denn die nehmen können? Ich schade mir damit. What the fuck? Ja, so bringe ich mich um, aber... Nein, das bringt gar nichts. Schriftrollen mal durchgucken. Der Käfig enthält nur bla bla bla.
Ach, hä, wo und wo muss ich dieses Gebet sprechen, oder wie? Ah. Ah. So. Schnell speichern. Und irgendwie hier raus. So schnell es geht. Über die Mauern am besten dann. Heißt im Garten und über die Mauern entkommen. Oh, dieser Alarm, der geht einer auf den... Sven. Und über die Mauern entkommen. Ja. Zack, geschafft. Statistik, Gesamtbeute, also irgendwo habe ich einen Schatz, glaube ich, übergeben, anscheinend nur zwei maximal. Und er sprach, sollten wir diese Macht nicht benutzen, so wie unsere Feinde sie benutzten, zersägen wir ihre Wälder nicht zu Brettern und Balken, zähmen wir ihre Flüsse nicht, auf dass sie unsere Schiffe tragen, und weil sie jung und ohne Wissen waren, antworteten sie bereits früher. Doch, so soll es sein, aus dem gesammelten Briefen des Schmieds und des Ziels. Mit dem Talisman müsste ich die Schutzzauber der Kathedrale überwinden können. Wird Zeit, dass ich das Auge heraushole und es Konstantin bringe. Als ich zuletzt in der Kirche war, lag das Auge für jedermann sichtbar auf dem Hauptaltar. Ich muss es mir einfach greifen und wieder verschwinden. Aber das wird vielleicht nicht ganz einfach, wenn es in der Kirche tatsächlich spukt. Wenn es hart auf hart kommt, gibt es noch einen anderen Ausgang. Durch das Tor im Kloster, hinter der Kathedrale. Je früher ich diese Tortur hinter mich bringe, desto besser. Und wenn ich meinen Lohn für diesen Auftrag erhalten habe, werde ich mich stilvoll zur Ruhe setzen. Greifen Sie sich das Auge, verlassen Sie das Kathedralenviertel. Okay. Kaufen. Wasserpfeile kaufen auch noch. Genau wie Feuerpfeile. Ach, bestimmt muss ich die alle da einsetzen. Ja, jetzt warten. So, ihr seid also mit den Talismanen zurückgekehrt. Okay. Luger Mensch, ich hatte nicht an euren Erfolg geglaubt. So, die Tür steht offen. Wenn ich jetzt... Hier drin wirklich spukt? Ah, verdammt. Das soll schwer sein, hat wurde mir gesagt. Dieses Level. Aber extrem. Hier vorne haben wir gar nichts. Wirklich. Funktioniert nicht. So. Komme ich da mit dem Dietrich rein? Ja. Ah, je. Ich habe jetzt schon Angst. Davor, was zu mir bevorstehen wird. So. Bruder Gerard.
Das von uns wiederholte Beobachten halten ist äußerst beunruhigend. Das Auge ist wieder in das Kellergewölbe gebracht worden. Bitte lasst es noch heute Abend von zwei Wächtern beobachten. So werden wir dann denn erfahren, warum es jeden Morgen aufs Neue über den Hochaltar schwebt. Das hängt von der Uhrzeit, glaube ich, ab. Ich hole das aus. Sollte ich mir Sorgen machen? Ach du Scheiße. Teleskop vor und dann machen wir morgen da weiter. Ich bin euer MK Indiana Jones.